Okay, da laufen sie, da laufen sie. Dann haben wir es mit unserem Vater gleich gezogen. Mit unserem König Konradin. Und wenn wir dann es schaffen, noch einen Eine neue einzunehmen, Handelsoption ist verfügbar. dann können wir uns hier noch ein Zwischenlager gönnen. Da so oder dieses. Das ist, glaube ich, Kopsi gesprungen von uns, dieses hier. Und dann holen wir uns auch noch Ihr habt Walle schon dabei erfolgreich ein sind. Gebäude ausgebaut. Ja, das weiß ich. Wir speichern mal kurz. Ja, ich möchte das. Na, egal. Sehr gut. So. Eure Kaufleute haben einen neuen Handelsaußenposten errichtet. Ja, und wir haben das Fass gewonnen und wir sehen Sehr uns gut. gleich Mit diesem Siegpunkt wieder. seid ihr auf dem Weg zum Erfolg. Ja, ich weiß. So, ich muss mal kurz die Aufnahme neu starten, weil ich bin so ein kleines gebranntes Kind. Ich weiß, dass es gegen Ende des Spiels manchmal zu Abstürzen kommen kann. Irgendwie mit der Aufnahmesoftware oder so. Okay, bis gleich. So. Und nach wenigen Sekunden sind wir auch wieder da. So. Hey. Noch 2 Minuten 27 und dann ist dieser Sieg auch der unsrige. Zufällige Güter. Ne, wir holen uns die Ringe. Ich meine, letztlich ist es ja jetzt eh egal. Okay, hier werden jetzt noch reihenweise Geistliche ausgebildet. Dann könnten wir die eigentlich je nachdem gleich noch hier in die Forschung schicken. Wenn wir das denn bis in diesen 2 Minuten noch schaffen. So. Noch eine Minute fast, also noch 2 Minuten. 1 Minute 50. Ja, da sind die neuen Geistlichen sind noch ausgebildet. Ein neuer Händler wurde eingestellt. Sehr, sehr schön. Aber eigentlich jetzt bedeutungslos. Aber wir haben mal wieder obsiegt. Zumindest fast. Das ist schön. Das ist wirklich schön. Ich weiß gar nicht, wie viele Missionen es noch gibt. Ich glaube, es sind, glaube ich, insgesamt 12 oder 14 Missionen. Ich bin mir da gerade unsicher. Aber ich meine, ich habe so etwas im Hinterkopf. Ich wusste es mal. Ich habe es mal nachgelesen. Tatsächlich. Aber ich habe es wieder vergessen. Weil es mich auch ehrlich gesagt nicht interessiert hat, weil ich in der Regel immer spiele, bis es dann irgendwann zu Ende ist. Und in der Regel sind die Spiele dann eh immer zu kurz. Außer Alan Wake, da hat sich das Ende ein bisschen gezogen. Aber ich will ja jetzt hier keine Werbung für andere Videos machen. Okay, 50 Sekunden noch, dann können wir siegen. Und da 2 Brüder vergessen. War nicht 5, waren 7. noch gleich. 35 Sekunden bis zum Sieg. Ein neuer Geistlicher ist ausgebildet worden. Wie schön. Ich hoffe auf jeden Fall, dass die nächste Karte ein bisschen besser ist, was. Oh, jetzt können wir keine neuen Siedler mehr ausbilden. Ist ja schade. So, noch 10 Sekunden gleich. Na, noch 15, 14, 13, 12, 11, 10. Der hat den Buchdrucker forscht. Oder forscht den Buchdruck, aber es bringt ja nichts mehr. 4, 3, 2, 1, Sieg! Wir haben wieder einmal obsiegt. Sorry for the win. Sorry for the win. Sieg. Ihr wart erfolgreich. Zoes Thronsaal. Mein lieber Dracorian, ist alles in Ordnung? Nur ein Kratzer, Prinzessin. Nichts von Bedeutung. Es tut mir furchtbar leid, was ich euch angetan habe. Nun, vielleicht wollt ihr das wieder gut machen, wenn das hier vorbei ist. Meint ihr? Ich gebe euch lediglich die Chance, mir eure Anerkennung zu erweisen. Meine Anerkennung? Einen Moment lang dachte ich, ihr würdet mit mir flirten. Ich bin zwar ein furchtloser Krieger, aber mit euch zu flirten würde ich niemals wagen. Ja. Herzlichen Glückwunsch! Ihr habt gewonnen! Ja. Wir haben gewonnen und erwerben 100 Münzen zum Kauf von neuen Spielinhalten. Yay!
Vielen Dank fürs Zuschauen auch in dieser Folge von Let's Play Die Siedler 7. Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Mission. Wir können mal gerade gucken, wie die denn heißt. Die nächste Mission und worum es geht. Vielleicht ist das ja das epochale Finale von Die Siedler 7. Einmal nochmal kurz hier diesen wunderschönen Ladebildschirm anschauen mit Prinzessin Zoe auf dem weißen Schimmel, die ihren Truppen voranreitet. Ah, das letzte Gefecht ist anscheinend doch tatsächlich das große Finale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dann sind es 12 Missionen gewesen. Ha, oder sind es noch? Oder sind es sowieso 12 Missionen? Okay, das letzte Gefecht. Drakenau. Euer Abenteuer endet mit einem letzten großen Gefecht im kargen Ödland am Fuße des Vulkans, wo ihr euch gegen eure drei einflussreichsten Feinde behaupten müsst. Eine uralten Legende zufolge ruht ein Drache in der glühenden Lava im Inneren des Vulkans. Sollte sich dies als Wahrheit erweisen, so könnt ihr einen überaus mächtigen Verbündeten gewinnen. Da können wir Smaug zu Hilfe eilen, der dann die Flusssiedlung niederbrennt oder so ähnlich. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Die Siedler 7. Bis dahin. Tschüss. Dracurians Verletzungen waren schwerer als erwartet und so musste unsere Heldin ihre letzte Schlacht alleine schlagen. Das karge Bergland. Berühmt für seine zerklüfteten Landschaften. Dort trifft Zoe König Konradin, ihren Vater. Zoe, du hast eindrucksvoll gezeigt, was du willst. Ich überlasse dir Land und Krone. Jetzt beende diesen Blödsinn und kehre heim. Nochmal werde ich nicht auf euch hereinfallen, Vater. Du wagst es, dich mir zu widersetzen? Ich habe keine Angst mehr vor euch. Was ich jetzt habe, könnt ihr mir nicht mehr nehmen. Du bist ein Dummkopf. Genauso wie Dracorian und Lord Wolverine. Eines Tages wirst du lernen, dass Edelmut allein dich weder nähren noch schützen wird. Er mag mich wohl nicht nähren oder schützen, aber er wird mich auch nicht einsam und ungeliebt sterben lassen. Also hast du dich entschieden. Wir sehen uns in der Schlacht. Nahe dem Kloster der feuchtfröhlichen Mönche. Drakenau, Zoes Stadt. Prinzessin, ich bin zwar verletzt, dennoch werde ich euch in diesem entscheidenden Kampf beratend zur Seite stehen. Tandriens Schicksal wird heute auf diesem Schlachtfeld entschieden. Euer Vater, sein Feldmarschall Ludovic und selbst König Balderus haben ihre Truppen in den Bergen versammelt. Wie ihr seht, halten diese Berge zahlreiche Möglichkeiten für euch bereit. Ja, und wir werden sie hoffentlich alle nutzen. Überlegt genau, wie ihr die Angriffe eurer Gegner abwehren wollt. Wählt euren eigenen Weg zu eurem eigenen Königreich. Genau, das werden wir nämlich tun. Und zwar so. Was wir auf jeden Fall brauchen, sind die Steine, die hier sind. Deswegen bauen wir hier schon mal eine Berghütte hin. Und zwar mit 1, 2, 3 Steinmetzen. So, wir haben schon mal die Spezialgebäude freigeschaltet, die wir brauchen.
Vor allen Dingen halt das, die Kirche, aber die bauen wir erst, wenn wir jetzt hier das noch alles aufgebaut haben. Zack. So. Hier bauen wir auch nochmal ein zweites Lagerhaus hin. So, dann bauen wir die Kirche. Und zwar genau hier. Zack. Außerdem schicken wir unsere Truppen schon mal hier in das Gebiet. Denn hier gibt es Gold und auch Kohle. Beides brauchen wir ja ganz dringend. So, wir haben 15 Gold. Da können wir uns 1, 2, 3, 4, 5 Pikeniere von leisten. Und ich muss mal gerade eben... Speichere ich das Spiel mal. Denn ich spiele das hier nicht zum ersten Mal. So, denn wie gesagt, ich spiele das hier nicht zum ersten Mal, weil in der ersten Aufnahme ist das Spiel abgeschmiert. Und aus diesem Grund muss ich das leider jetzt hier nochmal alles aufnehmen. Und dabei ging es eigentlich relativ gut los, muss ich sagen. Wir waren eigentlich relativ erfolgreich. Aber leider hat es nicht sollen sein. Also wir bauen mal etwas für die Buchproduktion, die wir dann hoffentlich bald ankurbeln können. Ihr habt deine Schlacht gewonnen. Perfekt. Denn wir müssen hier ein paar neue Gebiete auferobern, sonst werden wir sehr bald unterliegen. Und das wollen wir ja nicht. So. Außerdem müssen wir bald die Kirche bauen, denn ich muss Prestige-Punkte sammeln. Außerdem solltet ihr die Wohngebäude bauen, deswegen schieben wir die mal nach vorne. Da hat eine Handelsexpedition bereits begonnen. Ich frage mich, wie schnell sind die eigentlich? Ich glaube, wir spielen hier, glaube ich, ein bisschen mit Handicaps oder sowas. Weil anders kann ich mir das eigentlich kaum erklären, dass die so schnell sind und wir hier, trotz dass wir ja eigentlich so viel in Auftrag geben, immer so ein bisschen hinterherhängen, hinken, sozusagen. Aber, naja, es hilft leider nichts. Wir müssen das Beste draus machen. Leider haben wir im Moment zu wenig Siedler. Diesem Außenposten unter eurer Kontrolle bringt ihr diesen Land Frieden. Und wir gehen direkt hier eins weiter, denn dort können wir Fischgebiete erschließen und einen Handelsposten. Nein, da wollte ich einen Bergbauhütte. So, hier bauen wir die Goldmine mal auf. Zack, 1, 2. Dann haben wir hier die Kohlemine. Müssen wir ebenfalls erschließen. So, 1 und 2. Und ein Lagerhaus brauchen wir hier unten. Wir bauen auch hier noch hier mit Team 1 hin und reißen das nochmal ab. Ja. Und bauen 1 hier hin. Weil dann sind die Transportwege nicht ganz so lang. Außerdem bauen wir hier ein gehobenes Wohnhaus hin. So, und da bauen wir dran. Eine neue Technologie wurde von eurem Rivalen erforscht. Ja, ist toll. So, und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ein neuer Handelsaußenposten wurde erfolgreich von einem eurer Rivalen unter Kontrolle gebracht. Ja, das ist schön. Das freut mich gerade nicht im geringsten. So, was brauchen wir noch? Wir brauchen die Bauhütte auf jeden Fall. Brauchen wir eine Bauhütte? Also so, die bauen wir nämlich auch schon mal hier unten hin. So, das hört sich doch gut an. Dann können wir nämlich oben, zack, das schon mal uns gönnen. So, haben wir das Gebiet? Nein, immer noch nicht ganz eingenommen, aber fast. Wir haben nur einen Geistlichen, ne? Weil natürlich auch bei Gelegenheit dann den Drill auch noch erforschen. Ah, perfekt, das klingt doch... Wie Musik in meinen Ohren, außerdem bräuchten wir auf jeden Fall Bergbau, wäre auch nicht verkehrt. So, dann haben wir hier noch eins dran. Außerdem gehen wir dann hier schon mal hin und laufen uns noch ein bisschen Prestige. Wie wir den Wegeausbau uns auch noch holen können. Und dann damit den Geologen, weil den brauchen wir ja, damit unsere Minen nicht allzu schnell versiegen können. Hervorragend! Ihr habt einen Siegpunkt errungen. Und außerdem eure Truppen haben einen Außenposten eingenommen. Holen wir uns dann auch noch einen Siegpunkt. So, mehr Steine haben wir im Moment nicht.
Bevölkerungsbelohnung. Holen wir uns hier ein paar Steine dazu. Eroberungsbelohnung. Machen wir hier das mit dem Werk. Doch, holen wir das Werkzeug. Und hier das hier. Da haben wir noch 5 Truppen. Die holen wir uns jetzt hier das Gebiet noch. Okay, Logistik. Wir müssen die Wohnhäuser nach oben schieben. Damit die jetzt vorrangig erstmal gebaut werden. Das müssten noch Außenposten erobert von König Konradin. Dieses Gebiet sollten wir uns auch bei Gelegenheit noch holen. Ja. Einmal Quicksaven, das ist, glaube ich, in der Mission sehr wichtig. Wie gesagt, wir spielen das ja alles hier auf Normal und da müssen wir dann auch mal schauen. Ich glaube, diese Mission wird ein ziemlich harter Kampf werden. Ja, aber ich denke, ich bin da sehr zuversichtlich, dass wir das schaffen können. So. Ihr wart erfolgreich in der Erforschung einer neuen Technologie. Das ist doch schön. Dann holen wir uns hier noch den Kirchenausbau. Und wenn wir dann das nächste Wohngebäude gebaut haben, dann sollten die ja eigentlich... Neue Technologie wurde von eurem Geistlichen erkannt. Ja, sehr vernünftig sogar. Was hatte ich da? Uranausbau. Okay, wir können uns hier 1, 2, 3, 5, 7... wenn wir das mal erstmal 4. So. Wir haben ja ein paar Belohnungen, die wir uns holen können. Da holen wir uns auch hier die Steine. Ihr habt eine Schlacht gewonnen und außerdem haben wir genug Leute, um uns das hier zu sichern. Also genug Priester, dann können wir die Geologie erforschen. Dann damit können wir schneller die Erze abbauen. Gebt Acht! Einer eurer Widersacher hat einen neuen Handelsaußenposten errichtet. Ja, ist gut. So, hier unten brauchen wir auf jeden Fall die Fichtgründe. Deswegen gönnen wir uns hier unten mal 4. Ein neuer Sektor ist unter eurer Kontrolle. Hier unten ist auch noch Stein, das sollten wir uns holen. Dann brauchen wir hier auch nochmal Stein. Und wir brauchen natürlich ein Lagerhaus, brauchen wir hier unten. Außerdem haben wir hier unten fruchtbares Land. Was im Moment hier sehr selten ist. Da bauen wir dann hier 2 Getreidefarmen hin. Und hier unten bauen wir ein. Das ist ein Wohnhaus mit einer Brauerei. Und natürlich bauen wir dann auch einen Brunnen. Außerdem brauchen wir hier eine Bauhütte. Hätte ich hier gerne. Also zack. Können wir da noch eine Forsthütte hinsetzen? Nein. Aber das ist auch nicht schlimm. So. Jetzt haben wir uns das hier eingenommen. Jetzt haben wir noch 3 Truppen. Ein Gegner hat euch bei der Erforschung einer Technologie überboten. Bitte was? Arschloch. Und dann haben wir ja 4 frei. Ne? Wir haben... Das ist doch... Doch jetzt echt... Das ist mies. Aber ich hoffe, wir können uns noch einen Novizen organisieren. Wir schieben das hier mal ganz nach oben, damit die vorrangig das mal erledigen. Derweil könnten wir hier, wir haben glaube ich noch ein paar Steinchen, haben wir noch, hier schon mal wieder unsere nächste Prestige-Stufe sammeln. Holen wir uns den Kasernenausbau und das und das. So, hier unten ist die Münzprägerei fertig und die Münzprägerei arbeitet auch und die Metzgerei auch. Außerdem könnten wir die eigentlich auf verbesserte Verpflegung setzen, glaube ich. Ne, wir lassen die einfach erstmal auf einfache Verpflegung. So, da der Brunnen ist fertig, das ist gut. So, achso, hier müssen wir ja auch jetzt mal loslegen. Wir brauchen hier, auf jeden Fall ein Lagerhaus. Dann brauchen wir hier
Holzfäller. Befestigungsausbau beendet. Und Jägerhütte könnten wir hier eine brauchen. Außerdem brauchen wir hier Bauernhöfe.